Ja. Was eine Wendung. Nö, bitte nicht eher. Wir fliegen noch mal nach Illum, Leute. Weil wenn ich alles habe, außer das eine, das kann ich auch nicht so stehen lassen. Ich hoffe, das ist verständlich. Eine Schwester der Nacht, eine mächtige, magiebegabte Schwester der Nacht, die Kell auf Datumir bedrohte. Es ist unklar, wie sie der Auslöschung ihres Zirkels entkam, aber ihr Hass auf Eindringlinge ist offensichtlich. Die Schwester der Nacht empfand Kell sofort als Bedrohung und befahl den Brüdern der Nacht, ihn zu attackieren. Malikos, Entschuldigung. Merin konfrontierte Kell und Malikos, da sie wütend war, weil sich Malikos mit einem Jedi verbünden würde, nachdem er sie jahrelang überzeugt hatte, sie wären Feinde. Angesichts des Beweises für Malikos Täuschung beschwor sie mit ihrer Magie eine Horde untoter Schwestern der Nacht, um die Fremden zu vernichten. Ein Neuanfang. Da sie beide Überlebenden gefallener Orden sind, fangen Merin und Kell an, sich gegenseitig zu vertrauen. Nach ihrem Sieg über den finsteren Manikos erkennen sie den Vorteil einer Zusammenarbeit. Beflügelt von Kells Worten beschließt Merin, Datumir mit der Crew der Mantis zu verlassen und in der Galaxis ihren eigenen Weg zu gehen. Der Wanderer. Ein geheimnisvoller Wanderer, den Kell auf Datumir traf. Er gab vor, vergessene Zivilisationen zu studieren. Überdies war er mit den Schwestern der Nacht vertraut und erkannte Kells Lichtschwert. Er erkannte Kells Lichtschwert als Waffe eines Jedi. Der Wanderer erweist sich als Taron Malikos, ein ehemaliger Jedi, der mittlerweile im Verborgenen lebt. Nachdem ihn seine eigenen Truppler im Zuge von Order 66 verraten hatten, war er auf Datumir abgestürzt, wo er der Dunkelheit und dem Wahnsinn verfiel. Beim Versuch, seine alte Macht zurückzuerlangen, hatte er Merin und die Brüder der Nacht manipuliert, um die Geheimnisse ihrer Magie zu ergründen. Bei ihrem letzten Aufeinandertreffen versuchte Malikos, Kell zu überreden, sich ihm anzuschließen, im Glauben, die Ära der Jedi sei vorbei. Prallen zwei Ideologien aufeinander. Der Kampf eskaliert und endet erst, als Mirin Kell dabei hilft, den finsteren Malikos zu bezwingen. Ich wollte gerade sagen, der wird jetzt hier auch einmal noch was haben, ja. Taron Malikos greift häufig und kontinuierlich an. Nutze die Macht, um ihn aus sicherer Entfernung zuzuschlagen. Sei extrem vorsichtig und behalte ihn ständig im Auge. Einige Angriffe können pariert werden. Malikos war ein angesehener Jedi General, der die grausame Säuberung durch Order 66 überlebte. Als erfahrener Motivator und kühner Taktiker wirkt er im Gefecht zwar gleichmütig, kämpft aber unerbittlich und mit einer wohldurchdachten Präzision. Er steckt voller Überraschungen, nutzt die Macht für einen erweiterten Angriff oder zur Vorbereitung seines Lichtschwertangriffs mit zwei Klingen. Ja, hat er relativ gut hinbekommen auch, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Das war schon nicht ganz, ganz schlecht, was er da gemacht hat. Haben wir hier sonst noch was bekommen? Nein, gut. Das haben wir vielleicht noch nicht gelesen. Entdeckung von Datumir. Mein Freund, ich habe kürzlich erfahren, dass die Zepho an Datumir interessiert waren. Äußerst merkwürdig, dass diese Kultur fasziniert ist von einem Ort, der so dunkel ist. Auf Datumir gibt es mehr zu entdecken.
Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kuljets Grab. Es ist ein abgelegener als erwartet. Es ist abgelegener als erwartet. Der Zugang war anscheinend schon zu den Zeiten der Zepho geheim. Ein Kontrast zu dem prunkvollen Grab von Migdrul und kein Willkommen. Na. Die Schwestern der Nacht von Datomir gewährten mir Zugang. Sie warnten mich gleichzeitig aber auch. Hier war etwas Dunkles. Ich kann es fühlen. Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt, aber der Schatten der dunklen Seite wiegt schwer in diesem Grab. Ich kenne nun Kujets Vermächtnis. Er zerstörte die Astriums, um die Leben aller, die gegen die Herrschaft der Weisen waren. Diese Zepho waren einst Kujets Feinde, Rebellen gegen die Tyrannei. Vergib mir, ich war zu lange auf diesem Planeten. Mein Geist entgleitet mir langsam. Ich kann nicht weiter. Ich muss zurück nach Zepho. Ja, wärst du mal nach Zepho zurückgekehrt, ne? Das alte Gewölbe öffnen, da kommen wir jetzt Geht nicht dann nach hin. vorn. Er ist Also. schon. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Maliko fährst. Also Prüfung. Du hast es dann. Wirst du mir dabei helfen? Ach, du schaffst das schon. Ach, das schaffe ich jetzt auch einmal allein, oder was? Ja, das schaffe ich alleine. Diese Frau, mit der du reist. Will. Sie? Woher weißt du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sie. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich. Wir treffen uns bei deinem Schiff. Ja, ist okay. Warte mal, einmal hier mich kurz hinsetzen und meditieren. Damit das Spiel einmal speichert. Fähigkeitenpunkte sind ja jetzt irrelevant. Brauchen wir definitiv nicht mehr. Wir müssen noch irgendwie durch die anderen vier Lichtschwertfarben durch, Leute. Zumindest kurz, damit man sie einmal gesehen hat. Wir werden dann wieder aufs Lilane zurückwechseln. Das ist ein Versprechen, welches ich euch gebe. Aber ich würde gerne schon die anderen Lichtschwertfarben zumindest einmal gezeigt haben.
Aber warum greifen die mich eigentlich immer noch an? Müssten die nicht eigentlich voll auf meiner Seite sein? Jetzt? Neuerdings? Okay, sie wurden wahrscheinlich nicht informiert. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Ich verstehe nicht, was du sagst. Wir reden später. Gib einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Hey, Grease. Rufst du mich? Sind diese Ranken sicher? Sie werden ziemlich groß. Ja, es ist ganz schön anstrengend, sie jeden Tag zu schneiden. Aber die sind okay. Außer ich vergesse, sie zu schneiden. Sehr beruhigend. Warum ist mein Mikro aus? Wie lange ist es aus? Das ist die nächste Frage. Seitdem wir an Bord sind wahrscheinlich. Ne? Ich habe noch gesagt, ja, dass wir haben uns die Pflanzen angeguckt und dass wir jetzt einmal dann das lassen. Und es tut mir leid, wenn für einige mein Stream vielleicht ein bisschen leselastig ist. Jetzt gerade zum Ende, aber das gehört jetzt halt dazu. Wir werden auch am Ende dann beim nächsten Mal Bogano alles lesen, was wir auf Vogano gefunden haben. Wir werden die letzten Datenbankeinträge nicht suchen. Das heißt, wir werden 99% spielen wahrscheinlich oder so. Aber ich werde jetzt nicht alles nochmal absuchen, weil das kann ja überall sein, das sind ja irgendwelche Scans und so ein Kram. Das tue ich nicht. Hydratis! Die Hydratis wächst in trockenen Felsgebieten. Sie filetiert die Luft mit Filamenten, die Staub und Bakterien binden. Filtert natürlich, nicht filtriert. Nach der Filterung kontrahieren sich die Filamente, um saubere Luft in das Innere der Pflanze zu leiten. Dadurch bildet sich ein Feuchtigkeitsfilm, aus dem die Hydralis die geringe, für ihr Überleben erforderliche Menge an Wasser absorbieren kann. Pilzlinge.
Pilzlinge sind eine wichtige Zutat für die Tinte, die Brüder und Schwestern der Nacht für ihre Tätowierungen benutzen. Die Pilzlinghülsen werden dazu eingekocht, bis sich eine zähflüssige gelbe Paste bildet. Diese wird zur Erzeugung verschiedener Farben mit Lehm, Asche oder anderen Pigmenten vermischt. Der Bau des Nydak. Der niedere Nydak ist bei den Brüdern der Nacht gefürchtet, obwohl einige Legenden besagen, die Schwestern der Nacht würden ihn als Vertrauten halten. Nydaks sind Einzelgänger, die nach ihrer Geschlechtsreife nur noch selten in Rudeln anzutreffen sind. Ihr einziger natürlicher Feind ist die riesige Gorgara. Domestizierung von Spinnen. Die Brüder der Nacht versuchten erst seit kurzem die Fluchrückenspinne zu domestizieren. Ohne die magischen Gegengifte der Schwester der Nacht erweist sich dies Unterfangen mitunter als tödlich. Wenn allerdings eine Jungspinne gefangen wird und an der Seite eines Bruders der Nacht aufwächst, wird sie dessen lebenslange Gefährtin. Feuerflechte. Die Feuerflechte wächst natürlich im trockenen Klima von Datumir. Ihre rote Farbe ist durch die Aufnahme von Schwefel und anderen Staubpartikeln in der Luft bedingt. Die auf Datumir wachsende Art ist derart robust, dass es nahezu unmöglich ist, sie auszureißen. Brulafrucht. Die Brutafrucht, nee, die Brulafrucht, mein Gott, was ist denn los? Die Brulafrucht war ein wichtiger Bestandteil vieler Tränke der Schwester der Nacht. In kleinen Dosen diente der Nektar als Gegengift für den Biss einer der vielen Vipern auf Datumir. Der übermäßige Gebrauch löste allerdings Krämpfe, Sehstörungen, Halluzinationen und andere Symptome des Sumpfwahns aus. Und Blutbäuchling, im Gegensatz zu den anderen datumirianischen Pilzen, vermehrt sich der Blutbäuchling nicht über Sporen. Stattdessen teilt sich seine Zellen spontan und bilden kleine Kapseln, die aufplatzen, sobald der Pilz reif ist. Einige Sorten bilden auch zusätzliche Stängel aus. Die Brüder der Nacht. Weiter geht's. Kampfarena. In der Arena haben die Brüder der Nacht gekämpft, um ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Ein Sieg bedeutete ihre Respekt und Macht über den Schwachen. Die Grube. Brüder der Nacht wurden in eine Grube geworfen und von Bestien zerfetzt, zweifellos, um ein Exempel zu statuieren. Initiationsritus. Die mutigsten aller Brüder der Nacht wagten es im Rahmen des Initiationsritus in den Bau dieser Kreatur. Wer überlebte, galt als würdig. Datumirianische Glyphen. Brüder der Nacht malen mittels Hydralis-Säure-Glyphen. Die Säure verätzt allerdings nicht nur die Oberfläche, sondern hinterlässt selbst auf härtestem Gestein permanente Spuren. Jedes Symbol muss überaus vorsichtig gezeichnet werden, um präzise zu sein und den Zeichner selbst nicht zu verletzen. Meisterkalligraphen sind selten und ob ihrer Talent extrem geachtet. Ja, ist ja klar. Keine Daten gefunden. Aussehen verheißt nichts Gutes. Das ist ein schöner Eintrag. Schwestern der Nacht. Viele Jahre vor ihrer Auslöschung kamen die Schwestern der Nacht in dieser Gegend zusammen, um ihre Magie zu trainieren. Die Schwestern der Nacht bezogen ihre Macht aus Ritualen und Zaubern. In den falschen Händen könnten sie gefährlich sein. Diese Schwester der Nacht wurde nie ordentlich begraben. Wir laufen hier über einen Friedhof. Schwester der Nacht von Datumir. Die Schwester der Nacht von Datumir waren ein Zirkel aus mächtigen Machtbegabten, da sie Magie, eine den Jedi und Sith unbekannte Manifestation der Macht, geschickt einzusetzen wissen,
halten sie lange Zeit über Datumi geherrscht. In der strengen matriarchalischen Gesellschaft der Schwestern der Nacht gab es einen Zirkel, der einer Mutter unterstellt war, die auch über untergeordnete Klassen der Brüder der Nacht herrschte. Ihre Zivilisation wurde auf Anordnung von Court Doku zerstört. Nach dem Asai Ventress und ihre Schwestern versucht haben, ihn zu ermorden. Bestattungskapseln waren ein wichtiger Teil der Bestattungsriten der Schwestern der Nacht. Die Vorbereitung der einzelnen Komponenten einer Kapsel war ein mühevolles Unterfangen. Die Stofftücher wurden dreimal in magischem Wasser gewaschen, der Zwirn handgeflochten und mit einem Schutzzauber belegt, während der Leichnam mit duftenden Ölen balsamiert wurde. Die Schwestern der Nacht wurden von einer mächtigen Magienutzerin angeführt, die sie Mutter nannten. Stand da eben schon. Gefäß einer Schwester der Nacht für die Zubereitung von Tränken und Elixieren. Ja, hier fehlt eins, ich weiß nicht welches fehlt. Die 4 fehlt. Wie gesagt, die werden wir leider auch nicht finden, weil wir sie nicht mehr suchen. Hier fehlt auch gleich die 1, das ist natürlich super. Hier im Sumpf ist ein Schiff abgestürzt. Der Pilot war vor irgendetwas auf der Flucht. Kein guter Ort, um sich zu verstecken. Jemand hat den Absturz auf Datumi überlebt, allerdings nicht unversehrt. Die Brüder der Nacht haben einen Eindringling festgesetzt, warten aber auf Anweisungen. Die Brüder der Nacht verfolgten jemanden durch den Sumpf. Jemand, den sie fürchteten. Die Brüder der Nacht sind auf jemanden gestoßen. Einen gefährlichen Fremden, wer auch war. Sie haben ihn zum Anführer ernannt. Wer auch immer der Fremde war, er war den Anführer der Brüder der Nacht getötet. Ja, gut, okay. Ja, sonst wäre er wahrscheinlich nicht Anführer geworden. Der neue Anführer ist gekommen, um die Brüder der Nacht zu befehligen. Ein mächtiger Fremder. Hier war ein Fremder, kein Bruder der Nacht. Ich spüre etwas Vertrautes. Jemand kam auf die Ruinen zu. Ich fühlte die Anziehung einer dunklen, alten Energie. Kujet, der seinen Anhängern Macht und Beherrschung des Lebenswindes versprach, inszenierte von seinem Geheimsitz auf Datumir, der später als Grab von Kujet in die Geschichte einging, ein Massaker. Dieses Relief zeigt Weird, der seine Feinde in eine Grube stößt. Ja, und damit haben wir Datum ja auch komplett gelesen. Ist hier noch irgendwas vollständig? Ich glaube, das hatten wir eben schon geguckt, ne? Oh, ich habe auch ein Gedächtnis wie ein Sieb manchmal. So, und Aufgabe müssen wir jetzt auch eben noch einmal lesen, weil schließlich haben wir das jetzt angefangen zu lesen, aber nicht zu Ende gelesen. Kerr schenkte Karl ihren Lichtschwertgriff, obwohl sie ihren Kyberkristall schon vor langer Zeit verkauft hatte, um Grease Schulden zu begleichen. Im Inneren der Höhlen folgte Kell dem Ruf seines Kristalls durch einen Riss in der Wand aus Eis. Als das Eis unter Kell und BD brast, stürzte Kell in eiskaltes Wasser. BD konnte Kell zwar in letzter Sekunde retten, aber der Kristall zerbrach in zwei Teile. Dies löste ein Protokoll von Cordova aus, laut dem BD seine Erinnerungen geopfert hatte, um für Kells Reise wichtige Informationen zu speichern. Kell kombinierte die Griffe von Ser und Jaro zu einem Lichtschwert mit Einzel-, Doppel- und teilbarer Klinge. Wie kann ich die denn teilen? Wäre schön, wenn ich das auch noch rausfinden würde. Beim Verlassen der Höhlen entdeckte Kell auf Illum eine groß angelegte Minenoperation des Imperiums für den Abbau von Kyberkristallen, Lager auf dem Planeten. Während sich Kell und BD den Weg zur Mantis freikämpften, griff Cere auf Trillers Trick
in Mictuls Grab zurück, um zu verhindern, dass das Imperium Verstärkungen anfordert. Das Imperium konnte den Hack zwar umkehren, aber Kell und BD hatten damit genug Zeit, zur Mantis zurückzukehren. Nun, da sein Lichtschwert wiederhergestellt ist, muss Kell nach Datumir zurückkehren und sich erneut der dunklen Seite stellen. Kell kehrt zurück, um sich dem Schatten von Jaro Tapal zu stellen. Er erkannte, dass er seine Vergangenheit akzeptieren und nach vorne blicken muss, um Jaro zu besiegen. Er kniete sich vor Jaros Geist, woraufhin die Erscheinung verschwand. Als Kell und BD das Grab von Kujet betraten, trafen sie auf Mirin. Dieses Mal war sie allerdings gesprächsbereit. Kell erfuhr, dass sie möglicherweise die einzige Überlebende des Massakers an den Schwestern der Nacht ist, was General Jiwu während der Klonkriege angeordnet hat. Mirin erfuhr von der Jedi-Auslöschung und Kell distanzierte sich von dem gefallenen Jedi Malikos. Mirin ließ Kell passieren, warnte ihn aber, dass ihn Malikos erwarten würde. Malikos versuchte ein letztes Mal, Kell auf die dunkle Seite zu ziehen, ging aber zum Angriff über, als sich dieser weigerte. Malikos schien zu gewinnen, bis ihn Mirin, das stimmt überhaupt nicht, er schien nicht zu gewinnen, hallo, mit ihrer Magie attackierte. Gemeinsam gelang es ihnen, Malikos zu bezwingen. Anschließend erklärte Kell, er sei wegen des Astriums nach Datumir gekommen. Mirin versprach ihm zu helfen und schließlich fanden sie ein Astrium in Kujets Grab. Da sie mehr über die Galaxis erfahren und ihrem Volk eine Zukunft sichern wollte, beschloss Mirin, Kell auf seiner Reise zu begleiten. Die Crew ist bereit, nach Boganu zurückzukehren, um sich auf die Suche nach dem Holocron zu machen. So, jetzt haben wir alles gelesen, was ich lesen wollte. Mein Gott, war das viel. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid.